Und jetzt gehe ich mit Ihnen gern einen Schritt weiter. Nämlich aus meiner Erfahrung gibt es Gefahren in Change-Prozessen. Und da habe ich einige zusammengestellt, die es gilt im Vorfeld schon zu berücksichtigen bzw. auszuschließen. Eine davon ist, es existiert keine gemeinsame Kommunikationsbasis. Man hat keine gemeinsame Basis, wie man sich unterhält, und man hat auch nicht das Ziel. Wenn ich das Ziel nicht kenne, weiß ich nicht, wo es hingehen soll. Worum geht es überhaupt? Mangel an Vertrauen zu den Initiatoren. Was haben Sie getan, dass die Menschen Ihnen vertrauen und dass Ihre Entscheidung richtig ist, die Sie jetzt gehen? Wie vertrauensvoll oder wie verbindlich sind Sie in Ihrem Unternehmen? Daraus folgt, wenn kein ein gemeinsames Wertesystem ist, wird man auch nicht gemeinsam einen Change-Prozess gehen können. Vielfältige Verunsicherungen sind nicht mehr tragbar. Auch das erleben wir tagtäglich, manchmal selber. Wie rot ist der Faden, den ich am Anfang mal aufgenommen habe? Wie ziehe ich den noch durch? Oder wie verändere ich permanent meine Meinung und meine Entscheidungen? Dadurch kann kein gemeinsames Problembewusstsein entstehen, weil es ist ja schon wieder ein anderer Weg. Kein gemeinsames Problembewusstsein resultiert dann daraus. Und wie soll ich hinter jemandem stehen, wenn ich selber ihm nicht vertraue? Und vor allen Dingen für die Führungskräfte kriege ich immer wieder mit, wenn ich nicht vertrauen kann, wenn ich nicht dahinter stehe, wie soll ich es meiner Mannschaft weitergeben? Und das ist ein wichtiger Punkt. Und was genauso ein Thema ist, und deswegen gilt es im Vorfeld, sich Gedanken zu machen, daher sagte ich auch vorhin, wie viel Zeit sind Sie bereit zu investieren? Denn die zeitliche Komponente ist meistens zu wenig bedacht. Entweder ist es zu früh oder es ist zu spät. Und am schlimmsten ist es, wenn man es zu schnell platziert und Menschen nicht in den Prozess begleitet.